Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sitzen hier gerade im Krankenhaus. Ich geselle mich mal zu dir und trinke einen Kaffee. Hallo. Ja, wir sind gerade im Krankenhaus. Ja, meine Tante, die mich hingefahren. Die wurde ja vor einem Jahr falsch operiert an ihrem Arm. Die hatte als Diagnose einen Tennisarm bekommen. Und ja, dann hat er einfach gesagt, komm, lass mal operieren. Und sie dachte dann so, ja okay, warum nicht? Sollte ja besser werden, angeblich, dadurch. Aber ist es nicht. Ist es nicht, ja. Hat die falsch operiert, hat sich im Endeffekt rausgestellt. Dieses dumme Arschloch, ehrlich, aber naja. Na. Ist sie, aber eigentlich ist sie auch selber dran schuld, weil sie hätte sich von mehreren Ärzten informieren lassen sollen. Hat sie aber nicht gemacht. Voll die Augenringe, die gut ist, Mann. Ja, ist ja auch noch früh am Morgen. Naja, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls hat sie halt solche Schmerzen jetzt, dass sie es halt nicht mehr ausgehalten hat. Deswegen sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und warten jetzt hier auf sie. Und später müssen wir meine Eltern noch zum Flughafen fahren, weil ich dachte, ich erleichtere mal meinem Vater die Arbeit, weil die packen gerade noch Koffer. Und dann fahren wir sie jetzt einfach und trinken jetzt gemütlich einen Kaffee. Ist so kalt hier einfach, ja. Oh, mein Arm tut total weh. Wir müssen echt so ein Stativ für die Kamera mal mitnehmen. Und einen Windschutz. Und einen Windschutz, ja. Genau. Aber trotzdem wäre ich schon eine neue Kamera. Ich finde die Kamera total komisch. Die ist nicht gut einfach. Die fixiert auch total schlecht an und so. Ja. Qualität ist auch nicht die beste. Das stimmt wohl. So, dann warten wir jetzt nochmal auf meine Tante und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen, haben gerade meine Eltern bei beim Flughafen rausgelassen. Und wir waren noch essen und bei Piano, da habe ich auch eine ganz süße Zuschauerin getroffen. Und jetzt muss ich mir definitiv meine Nägel machen lassen. Seht ihr das? Diese Kamera, ne? Ich könnte diese Kamera einfach umbringen. Meine Nägel sind einfach grauenvoll. We just go no no, no no, no we can't come close, come close. Got it for the low low, low low. Waited for the six, but it's going slow mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local. So Leute, ich habe den Manu wiedergefunden. Der war bei Saturn, hat uns rumgeguckt und ich habe neue Nägel. Diese Kamera, ne? Ohne Witz, irgendwann. Ja, wir kaufen jetzt erstmal eine neue. Ja, ich kann es echt nicht mehr ab jetzt mit der Kamera. Die packt mich so ab. Ich will irgendwas fokussieren und es klappt nicht. Guck mal. What's that? Was habe ich eigentlich hier Rotes an der Nase? Pickel. Nee. Jetzt. Seht ihr das? Ich habe jetzt rote Nägel. Hat er echt gut gemacht, weil so viele immer fragen. Ich will ja keine Werbung machen. Ich krieg das da auch nicht umsonst. Ich habe 36 Euro bezahlt. Bei LA Nails in der Maizei, bei so einem Typen. Also nicht bei Lok, sondern bei dem, der daneben immer sitzt. Das geht total vom Preis, finde ich. Ist okay, ja. Und überlegst, waren das jetzt halt so auch 40 Euro und die waren ja, das überhaupt nicht gut. Ja, stimmt schon. Aber Frankfurt ist echt gut für Nägel. Man kann ich nur empfehlen. So, Lorsch, Mann und ich sind jetzt in Saturn. Wir kaufen jetzt eine neue Kamera, weil ich habe echt die Schnauze gestrichen voll. Die Kamera ist einfach so unscharf und die Qualität ist einfach so bombastisch schlecht, dass ich jetzt einfach keinen Bock mehr habe, mit der zu filmen. Und gerade wenn man auch jeden Tag vloggt, dann muss echt eine gute Kamera mal her. Und die werde ich dann wahrscheinlich verkaufen oder die lassen wir einfach da, wenn wir mal getrennt sind, unterwegs sind, dass wir dann zusammen vloggen. Ja. Das wäre halt so eine andere Option. Jo, mal gucken, was jetzt bei rumkommt. Du machst mal das. Jetzt hast du immer, das ist scharf, die offenste Blende. Wie geht das denn? Hä? Und jetzt sind wir auch fokussiert oder was? Ja, zeig mal. Du darfst nur nicht zu nah dran gehen, weil zu nah mag die Kamera. Warte, zeig mal. Ja, zu nah macht sie nicht. Ja, guck mal. Ja, ich will nur gucken. Hä? So. Das ist geil. Ja, jetzt normal. So. Wahrscheinlich war es einfach nur kaputt. Falsch also eingestellt. Falsch eingestellt. Boah, es tut schon richtig in den Augen weh, wie das wackelt. Deswegen brauchst du einen Stabilisator dafür. Oh. Das wäre jetzt die schönste Aufnahme. Zeig mal, ist das normale, gell? Boah, das ist schon krass. Du machst schon krasse Aufnahmen. Mhm.
Das Bild bewegt sich aber viel zu schnell, das muss man auch mal einstellen. Das ist deine Handbewegung. Das ist deine Handbewegung. Ja. Guck mal, du kannst entweder deinen ganzen Körper bewegen, ja, oder wenn du halt nur die Hand bewegst, dann hast du dieses Problem. Deswegen musst du mal gucken, dass deine Hand gerade ist und du deinen Körper nicht bewegst. Ah, okay. So, wir haben jetzt eine richtige Kamera-Lesson bekommen. Unsere Kamera war falsch eingestellt, aber wie ihr seht, sie fokussiert halt immer noch nicht, obwohl sie auch automatisch eingestellt ist. Also die Kamera ist einfach richtig behindert und scheiße. Deswegen haben wir jetzt eine neue gekauft. Manu hat die gerade in der Hand, eine Panasonic. Die verlinken wir euch einfach in der Infobox, falls ihr da Bock habt zu sehen. Guck mal, bei Automatik ist die immer noch so schlecht. Oh mein Gott, was ist das? Ist besser. Zeig mal. Ein Kratzer. Oh. Boah, was ist das für eine Schrottkamera? Ich gehe jetzt das Parkticket bezahlen und ich bin schon echt mega sauer wegen der Kameraqualität. Also es funktioniert trotzdem nicht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine neue und ich muss jetzt das Parkticket jetzt schnell bezahlen. Und dann gehen wir nach Hause zu Zoe. So Leute, wir sind gestern so früh eingeschlafen, ich war so müde. Ey, lass uns mal was essen bitte daraus. Ja, und wir müssen jetzt erstmal was frühstücken gehen, deswegen tut mir total leid, dass wir gestern nicht mehr fertig gevloggt haben. Ihr seht, ich sehe auch total fertig aus. Wir haben uns gestern übrigens eine neue Kamera auch noch gekauft, das habe ich aber auch schon erzählt. Und ja, mal schauen, wie es jetzt mit der funktioniert. Haben auch ein Stativ gekauft und alles andere und jetzt haben wir zwei Kameras. Zur Not dann auch noch... wenn jemand irgendwie getrennt unterwegs ist, dass wir dann halt auch noch vloggen können. Genau, ich würde sagen, wir beginnen jetzt unseren Tag, vloggen natürlich weiter für euch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!